In der Forschung und Entwicklung können Sie eigene Einzelteile für Ihren Rennwagen erforschen und herstellen lassen. Bei aerodynamischen Komponenten können Sie die Länge, Breite und Höhe festlegen, was vor allem für den Abtrieb und den Luftwiderstand wichtig ist. Aber auch das aktuelle Reglement kann vorgeschriebene Größen verlangen, an die Sie sich halten müssen. Bei mechanischen Komponenten können Sie zum Beispiel ein eigenes Bremssystem entwickeln, bei dem Sie die Dicke der Bremsscheiben bestimmen oder ein ABS-System mit einbauen können. Auch können Sie die Füllmenge eines Benzintanks festlegen oder eine Servolenkung für Ihr Lenksystem erforschen. Das Herzstück eines Rennwagens ist natürlich der Motor. Auch diesen können Sie selbst entwickeln und produzieren. Zu Beginn werden Sie mit gekauften Motoren wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen. Aber je mehr Sie Ihr eigenes Triebwerk weiterentwickeln, desto zuverlässiger wird es. Und schlussendlich wird es besser sein als ein gekaufter Motor. Haben Sie eine Komponente erforscht, können Sie sie in der eigenen Fabrik produzieren und später auch weiterentwickeln lassen. Sie sollten jedoch nicht nur bei der Wahl des Forschungsgebietes richtig entscheiden, sondern auch Ihre Mitarbeiter passend auswählen. Ein guter Chefdesigner wird weitaus bessere Ergebnisse erzielen als ein schlechter. Aber auch hier hat Qualität natürlich ihren Preis.